Der Betze brennt immer, wenn die Waldhofbuben kommen. Ein Derby, in dem es knistert. Spannung, ja, natürlich ein Stück weit mehr, weil einfach die Region das Ganze gelebt hat. Du hast schon gemerkt, es ist was Besonderes. Ja, vielleicht waren das nur ein paar Prozent, die du da mehr rausgeholt hast. 7 Jahre Derbys in der Bundesliga. Hitzige Duelle auf Augenhöhe am Betzenberg. War ein sensationelles Gefühl. Ich glaube, es war eine einzigartige Atmosphäre damals. Dann hat man ja immer gesagt, ja, in Kaiserslautern, da gibt es keine 90 Minuten, sondern da geht ein Spiel mindestens 100 Minuten. Und es war in der Tat oft so. Der Stern vom späteren Weltmeister Jürgen Kohler geht bei Waldhof auf. Der legendäre Trainer Klaus Schlappner macht ihn groß. Kohler, der Mann aus Lambsheim mit den 2 Herzen in der Brust. Ich bin sogar eine Hausgeburt. Also ich bin wirklich in der Pfalz geboren, bin echter Pfälzer. Und darauf bin ich auch ein Stück weit stolz. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich als kleiner Bub mal davon geträumt habe, sogar mal einen Aufsatz da geschrieben habe, dass ich irgendwann mal in Kaiserslautern spielen werde. Leider ist der Traum nie in Erfüllung gegangen. Jürgen Kohler und Gunter Metz sind auch dabei in diesem legendären Spiel im September 1986. Aljewi auf Harald Kohr. 4 Gegner um den früheren Trier herum. Der dreht sich, schießt das 1:0. Eine glänzende Einzelleistung von Harald Kohr. Fritz Walter zum 1:1. Jürgen Kohler, Gaudinho. Und wieder Kohler, der nach seinem glänzenden Einstand in der Nationalmannschaft hier ein wunderschönes Tor macht. Zum 1:2, ein tolles Tor von Jürgen Kohler. In der Zeit wurden Abwehrspieler noch daran gemessen, dass er einen Stürmer aus dem Spiel nimmt und nicht unbedingt, dass er darüber hinaus noch viele Tore macht. Aber auch das zeichnet ihn aus. Gut, den konnte er nicht sehen, der war so hart geschossen, der ging dann in den Winkel. Also der war eigentlich unhaltbar. Gerry hat zwar immer gesagt, es gibt keinen Unhaltbaren, aber trotzdem glaube ich schon, dass der einfach genau gepasst hat. Gerry Ehrmann verletzt sich nach einem Tritt von Kalle Bührer. Lauterns Chor wird vom Platz gestellt und die Roten Teufel wenden das Spiel. Eine gefühlvolle Flanke auf den Kopf von Dieter Trunk. Und da ist das 2:2. Jürgen Kohler verliert den Ball. Das haben ja 2 Herzen in meiner Brust geschlagen. Also von daher kann das schon mal passieren. An Jürgen Groh, Majewski und Aljewi. Aljewi, der immer noch die Kraft zu einem Sprint hat. 89. Spielminute vor Bayern. Schön. Und das 3:2 für den ersten FC Kaiserslautern. War natürlich nicht gewollt, aber das hat er dann einfach auch gut gemacht. Und das muss man dann auch anerkennen. Lautern gewinnt 3:2 am Betzenberg. Im Rückspiel in Ludwigshafen ist Jürgen Kohler gelb gesperrt. Und es ist der Tag des Gerry Ehrmann. Für mich war das einer der Top-5-Torhüter in der Bundesliga zum damaligen Zeitpunkt. Also es war nie ganz angenehm, wenn der Gerry halt mal rausgekommen ist, dann hat es halt schon mal gescheppert. Er hat dir als Mitspieler sehr gutes Gefühl gegeben, weil du genau wusstest, hier, der ist da. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Dass die Stürmer schon auch gesagt haben, muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, sag mal, versuch nicht irgendwie ihn vielleicht groß auszuspielen oder vielleicht noch eine Tötche vor ihm zu machen. Ja, das wird er nicht gut bekommen. Also diesen Ruf hat er, den hat er sich erarbeitet. Ehrmann hält 2 Elfmeter, wird hier im Nachgang doch noch überwunden. Waldhofs Fritz Walter schießt 4 Tore an diesem kribbeligen Derbyabend. Lautern hat zwar mit 3:2 geführt, hier trifft Frank Hartmann. Derby-Sieger ist aber letztlich Waldhof Mannheim mit 4:3, wieder durch Elfmeter. Es war immer heiß. Man hat zwar mit allen Haken und Kanten gespielt, was erlaubt war zum damaligen Zeitpunkt, aber es war nie unfair. Und wir hatten richtig Spaß hier im Studio, vor allem weil Gerry Ehrmann natürlich wirklich in Aktion war. Wie erleben Sie Gerry Ehrmann im täglichen Training? Ja, fast genauso. Aber das glaube ich nicht. Nein, er ist ja selber nicht mehr im Tor. Nein, aber was er mit den Torhütern macht, wie er sie pusht und alles, das ist schon extrem. Und er hilft den Torhütern wahnsinnig, wie man jetzt auch sieht, wie viele Torhüter er rausbringt. Und jetzt wieder mit Lennart Grill, ein super Torwart. Und er ist einfach ein super Typ. Wer kommt dem Spielertyp Ehrmann eigentlich am nächsten beim aktuellen FCK? Oder gibt es die einfach nicht mehr?
gibt es die Jungs so nicht mehr, die so hingehen. Aber ich meine, man wünscht sich ja manchmal, dass so die ganze Truppe ein bisschen gepusht wird. Das hat er ja schon geschafft. Klar, es gibt schon Spieler, die ihm aus die Haut gehen und die Mannschaft mitzieht und richtig pusht und alles drum und dran. Und ja, ich will auch von mir behaupten, dass ich auch mal so vorangehe und sage, okay, Jungs, jetzt reißt euch zusammen und jetzt müssen wir das Ding noch drehen und alles. Und ja, und Gary ist halt auf eine andere Art und Weise was ganz anderes. Pushen in Richtung zweite Liga? Aufstieg ist das realistische Ziel oder wie würden Sie es bewerten jetzt nach den Spieltagen? Wir wollen auf jeden Fall richtig gut abschneiden und als SFC Kaiserslautern hat man immer das Ambitionen für den Aufstieg und wir wollen auf jeden Fall unser Bestes dafür tun, dass es klappt. Und Sie bleiben da in Kaiserslautern? Es gab ja Anfragen wohl von Zweitligisten, auch aus Heidenheim unter anderem, aber das ist jetzt durch das Thema und Sie konzentrieren sich voll auf den FCK. Ich konzentriere mich voll auf den FCK.